Wir auch. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 3. Da sind wir wieder zurück, wo wir in der ersten Folge aufgehört haben. Und das war's. Okay, Jungs. Oh. Ich dachte, du machst einen Schalldämpfer drauf. Sally, keinen Sinn für Dramatik. Genau. Bei all dem Lärm sind gleich die Bullen hier. Los, verschwinden wir. Na, war's für dich auch so schön, Charlie? Was meinst du? Ich hab dich kaum berührt. Und was war das hier? Okay, okay, ich hab mich etwas reingesteigert. Ja. Du hast gesagt, lass es echt aussehen. Sei lieber nett zu ihm. Hm? Okay, Adlerauge, sei wachsam. Sie kommen zu dir. Verlier sie nicht. War klar, dass sie anbeißen. Wann werden sie merken, dass sie eine Fälschung haben? Egal. Jetzt sind sie aufgescheucht. Ja, jetzt folgen wir ihnen einfach in ihr dreckiges Loch. Weißt du, bei dir hört sich irgendwie alles schmutzig an. Meinst du? Wir müssen weiter. Kapitel Nummer 4. Rennen zum Grund. Was? Na los. Wirklich? Komm schon, Charlie, was ist denn los? Ja, gut, okay. Was sagst? Und bald ist es vorbei. Und bald ist es vorbei. Und bald ist es vorbei. Das war's. Oh. War ja halb so wild. Was ist denn mit dir los? Nichts, alles okay. So. Hier rüber? Ja. Blockiert. Wartet, wir kommen so rum. Räuberleiter, hä? Räuberleiter? Warte mal, ich muss mich gerade nur orientieren hier. Moment. Doch, komm wieder hoch. Nein, die kommen wir nicht hoch, okay. Ich orientiere mich nur gerade komplett. Jetzt. Ja, okay. Ja, klar. Oder wir setzen mal unsere Liste ein. Oh. Gute Idee. Hätte man auch machen können, ja. Sie ist zu hoch. Her, schieben wir das Ding da rüber. Gut, dann machen wir das doch. Diesen Generator da rum. Jetzt streng dich mal an. Wir haben nicht die ganze Nacht. Ja. Alles gut, kein Stress. Komm schon, ihr faulen Säcke. Und runter. Kommt ihr? Oder kommt ihr nicht? Ah, wo ist er, Charlie? Come on! Ja. Gut. Okay. Die Luft ist wohl rein. Pass besser auf deinen Kopf, auf der ist. Guten Abend, Jungs. Alles klar, Schätzchen? Na, ihr zwei habt ihr richtig Spaß gehabt, hä? Ja, war richtig schön, Chloe. Lief wie am Schnürchen. Und du, hast dir die Sprache verschlagen? Oh ja, Charlie hatte ein bisschen viel Spaß für meinen Geschmack. Mir brummt immer noch der Schädel. Ich bitte dich. Was soll da brummen? Da ist doch nichts drin. Oh, da habe ich wohl was verpasst. Ja, hast du wirklich. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Ah, witzig. Gab's Probleme? Ach, easy peasy. Und sie haben dich nicht bemerkt? Auf keinen Fall. Und hinter welcher Tür steckt Scary Poppins? Hinter der da drüben. Der grünen. Sie fuhren da hinein und seitdem ist es dunkel. Sind sie noch da drin? Tja, ich hatte es ständig im Blick. Und niemand kam rein oder raus. Hm. Meinst du wirklich, wir brauchen die? Ich meine, die erwarten uns ja nicht. Unterschätzt die Typen nicht, die machen keinen Spaß. Ja, wir schleichen uns rein und wieder raus. Einfach so. Ja, das klingt gut. Und bei Gefahr? Erst schießen und dann werden Fragen gestellt, okay? Genau, so ist es. Na, gucken wir uns das Ganze mal. Ich dachte nur darüber nach, diese Tasche zu nehmen und einfach abzuhauen. Ja, du kannst mich nicht täuschen, Mann. Ey, glaub mir, das ist nichts gegen das, was noch kommt. Naja, in meinem Alter, da habe ich lieber den Spatz in der Hand. Hab ich's nicht gesagt? Na, ja, komm schon. Ich hoffe einfach mal, dass du recht hast. Mal gespannt, wie das Ding da weitergeht. Also, anscheinend ist
wirklich mit einer der genialsten Spielereien überhaupt. Muss ich sagen. Bisher macht es auf jeden Fall viel, viel Spaß. Und ich hoffe, wie gesagt, dass der erste Teil danach wieder läuft. Wir können wohl kaum einfach reingehen und nachsehen. Naja, wir sollten wirklich keine Zeit verlieren. Ist zu, klar. Ich gehe rein und sehe es mir an. Ihr drei bleibt hier. Okay. Genau, ist die beste Idee. Das ist immer die beste Idee, alleine reinzugehen, wenn man noch drei Mitschreiter hat. Ja, das sollte dich aushalten. Ich muss mich nur ein bisschen orientieren gerade mal. Na, dann nehmen wir die Dachrinne, würde ich sagen. Hätte ja klappen können mal, ausnahmsweise. So, dann gehen wir da hoch. Oh, oh. Ui, ui, ui. Ja, tut mir echt leid. So, einmal kurz weiter rum. Ui, ui, ui. So, weiter geht's. Häuschen. Ach, Mist. Leer? Moment mal, wo ist es? Das zeig mir auch gerade. Okay, das war nicht so die Idee. Das war falsch. Ich, wie gesagt, ich taste mich auch ab und an mal ein bisschen in diese Story mit rein. Das frage ich mich auch, wie gesagt, nochmal. So. Tschack, tschack, tschack. Da liegt was. Nehmen wir mit. Das nehmen wir mal mit. Wie gesagt, das kann alles sehr wichtig werden irgendwann. Ich sage ja, ich werde. War eigentlich auch nicht so geplant. Leer? Moment mal, wo ist es? Ja. Nochmal. Okay, dann ist das der falsche Weg. So, jetzt muss ich gerade gucken. Da geht's wahrscheinlich nicht runter. Hier runter höchstwahrscheinlich. Oh, dann sind wir zumindest mal am Boden. Wo sind sie bloß hin? Das ergibt keinen Sinn. Und? Okay. Das war nicht so der Plan. Ich kann sein, dass ich auch. Ja, ich krieg das Tor auf. Perfekt. Helft mir mal. Ja, 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 bin da. Sieht hier jemand ein Auto? Ich sehe nämlich keins. Das gibt's doch nicht. Verdammt! Ist das auch die richtige? Ja, das grüne Tor, ganz sicher. Nate, wir vergeuden hier Zeit. Diese verdammte Tasche gefällt mir immer besser. Kommt schon, die sind nicht einfach verschwunden, okay? Es muss eine Erklärung geben. Schauen wir uns doch mal hier um. Aber scheinbar sind die einfach verschwunden. Ja, sie waren hier. Ich riech doch noch die Abgase. Okay. Reifenspuren. Immer noch nass vom Regen. Die sind also gerade erst weg. Wer hat das Auto gewendet? Okay.
Was war das? Hey, seht mal. Das ist so eine Druckplatte. Jetzt hat die irgendwas zu verbergen hinten. Ich drücke mich mal drauf. Gucken. Ist das auch einer da hinten? Ja. Könnte mal bitte sich einer da einen auf die andere stellen? Ein Mechanismus. Ja, vielleicht. Vier Reifen, vier Kontakte. Sonny, du stehst da. Ihr zwei, nach da und da. Alles klar, bei drei, okay? Eins, zwei, drei. Und? Das muss es jetzt aber sein. Moment. Das ist das Licht. Sully, richte den Strahl auf die Wand. Wie Scheinwerfer. Respekt. Nicht schlecht. Ein geheimer Tunnel. Oder eine kleine geheime Mine. Hat mir doch einen Storch. Nate, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Das ist eine gute Frage, vor allem. Ein Weg, es rauszufinden. Ja, und das hoffen wir, dass wir das auf die Reihe kriegen. Wir folgen dem Auto. Du gehst zum Van. Wir bleiben in Funkkontakt. Ich gebe Bescheid, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ja, wo immer das sein mag. Sei auf alles gefasst. Muss vielleicht schnell gehen. Aber sicher. Das ist die beste Fahrerin im Business. Ja, so sagt man. Na dann los. Das kommt uns wohl allen mehr als merkwürdig vor. Wer bitte fährt mit dem Auto unter die Erde? Batman? Überlegen. Vielleicht jemand, der nicht will, dass man ihm fällt. Nur ein Tipp. Klugscheißer. Wir haben wohl direkt in die alten Versorgungstunnel gebohrt. Wir sollten jetzt so wenig Krach wie möglich machen. Eine Sackgasse. Na, dann müssten wir wohl dran vorbeikommen. Ich versuche mal was. Ne. Moment, ich muss mich nur gerade orientieren hier. Das ist auch schwierig. Wo will denn der dann vorbei? Wo will denn der dann vorbei? Also ich habe vielleicht eine Hoffnung, dass er klettert, dass er... hoch, sehr wahrscheinlich. Ich überlege gerade. Alter, wie kommen wir denn da? Hey, hier drüben. Ja, eine Tür. Abgeschlossen. Ja, nicht lange. Nicht mehr lang. Das hatte ich jetzt auch vor. Offen. Da sollten wir uns durchquetschen können. Glaube ich. Nach Ihnen, Mademoiselle. Oh, das gibt's doch nicht. Was? Hey Mann, hab ich einen Rockern oder was? Mach einfach hin, Kumpel. Alles klar da hinten? Dann sagt der Kollege Platzangst. Ja, beweg dich einfach. Oh, was für ein Glück. Danke, Frau Oberin. Wie dumm kann man denn bloß sein? Da ist was. Sie sind hier! Sehr schön, Mann. Danke. So. Weiter.
Das war's! So, weg ist er. Weiter. Okay, der Tunnel ist unter uns. Zumindest stimmt die Richtung noch. Gut. Dann gehen wir hier, glaube ich, wahrscheinlich weiter. Oh. Ist das so richtig, da unten lang zu springen? Warte mal. Ja, ich glaube, also ich glaube, springen ist nicht so die gute Idee. Da komm. Aber. Da ist ein Schatz oder so, ne? Vorsicht, das ist rutschig. Ist das ein Schatz oder so? Warte mal. Ich nehme das mal mit, weil das könnte wichtig sein. Also was heißt wichtig sein? Den habe ich zu spät gesehen, den Schatz. Fuck. Gehe ich den da? Guck ich da irgendwie hoch? Jawohl. Ich wollte den haben. Ja. Moment. So, einfach. Jawohl. Und jetzt geht's runter. Ich wollte diesen Ring mitnehmen. Ich sag ja, wenn ich die Schätze sehe, nehme ich sie auch mit. Wenn ich sie, ich suche aber nicht explizit nach irgendwas. Meine, ich will die Story genießen. Ich will diese will die. Noch mehr, runter! Wartet, bis sie näher dran sind. Ich seh dich! Scheiße. So. Hätte besser laufen können. Ja, hätte auch schlechter laufen können. Will er die Dings nicht finden? Was machst du? Lass den Dämpfer drauf. Ach so. Ich hätte sonst mir die Waffen genommen, weil ich habe nur noch 13 Schuss. Da geht es nach oben. Ja. Mit einer Leiter. Ja. Oder mit diesem Rohren. Vielleicht kann ich sie lösen. Na komm. Dann krieg ich sie nicht. Ja, das ist das Wichtigste. Vorsicht, sie kommt. Abflug. Kommt doch, meine Leute. So. Da oben ist sowas wie ein Tor. Gut, dann geht das wahrscheinlich da oben weiter. Ich guck gerade, wo ich mich hin orientieren muss. Ah, da hinten ist irgendwas zum Klettern. So, gehen wir da mal lang. Das wäre ein Schätzchen. Da ist wieder ein Schätzchen. Mal mit. Aber es war unser kleiner Freund hier wieder mal ein bisschen Kletteraffe spielt. Sehen wir uns in der nächsten Folge bei Uncharted. Ja, sorry, das sind jetzt ein paar Kurzfolgen. Ich sag einfach so. Wir versuchen das Spiel ein bisschen zu genießen, klar. Aber, naja. Ich würde sagen, wir machen mal in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Ciao bei Uncharted Nummer 3.